Ich wurde vom Wurfmesser geknallt. Was? Das ist ja ungeil jetzt. Was? Warte mal, von wo? Nein! Oh nein, Freund. Nein. Yo, moin Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ich bin endlich zurück aus meinem Urlaub, beziehungsweise was heißt endlich? Ich bin eigentlich eher traurig, dass ich zurück bin. Aber ich bin zum Glück rechtzeitig zurückgekommen, um diese wundervolle Season direkt von Anfang an spielen zu können. Was ist denn das jetzt hier? Rückblende? Hä? Hä? Was? Was ist das denn? Habt ihr es auch? Ist bei euch auch? Rückblende nein. Und da ist nichts? Ja, aber nein, ich glaube, alle Operator sind gerade ineinander. Ich kann mich so drehen. Ja, ja. Man kann auch springen, Habt ihr die Game Sound? Nee. Oh mein Gott. Das raus kann ich geil. Ich will zurück nach Griechenland! Nach ein paar Runden in dieser wundervollen Season sind wir dann komischerweise mal wieder auf einen Hacker getroffen. Der Kollege hatte unter anderem auch einen Unlock-All-Account, also konnte er auch schon diese beiden Vanguard-Waffen, die ja gerade eigentlich nicht wirklich auswählbar sind, aber irgendwie im Spiel sind, warum auch immer, konnte er die halt spielen, hatte 49 Kills und dann war er in einem 1 gegen 1, um die 50 Kills zu machen. Und das ist passiert. Das ist die M1 gerannt aus Vanguard, die kann man nur haben, wenn man hackt. So, wenn man einen Unlock-All-Account hat. Warte. Nein, warte mal, die ist wirklich 2-Hit im Kopf oder... Oder 3-Hit. Oder? Ich achte mal drauf, wie viele Schüsse das sind. Nein! Ja! 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 Also wenn das nicht gerade euren Tag verschönert hat, dann weiß ich auch nicht weiter. Aber apropos neue Season, was ist denn jetzt nun in Season 6 die neue Meta? Ich meine, die Stoner wurde genervt, die Zerchen 50 und die EM2 und vor allem auch das MG82 wurde sehr genervt. Da fragen sich natürlich wie immer am Anfang der Season, was spielt man jetzt, was ist die neue Meta? Und die Antwort darauf ist Cold War AK-47 und Cold War MP5. Und warum ausgerechnet die beiden Waffen, dazu kommen wir später, jetzt gibt's erstmal richtig leckeres Gameplay. Er wird seine Waffen nehmen. Er hat die Screenmaske schon. Kann man die schon haben? Hä? Er hat die Screenmaske. 33 Meter. Rechts. Der Sniper war, glaube ich, hier. Open Field, ja. Macht einer. Er ist gekritet, Floyd! Echt? Vor mir ist er, ja. Zielgebiet markiert. Komplett gechoked. Hier ist Lauder 2-0. Alles klar. Noch ein Quadfahrer. Alter, wie schnell war er denn? Was? Also er hatte keine Platten, aber what? Nein. Achtung! Feindliches Team verfolgt deine Position! Bro, lass mich nachladen! Halt nicht. Wie Gott, das wollen wir wollen. Ja, vor mir. Jetzt liegt es an dir.
Das sind zwei mindestens. Nein, ich hab's umgeschockt. Fenster, der Futter gesprungen, Chris. Wie du. Der ist links hinten dran. Hier ist er, ist direkt rein. Noch einer, noch einer. Hab schon nie gehabt, aber. Bei Nox. Der andere ist bei mir. Kann ich richtig sehen. Nice, let's go. Schon. Aber warum denn nun die Cold War AK-47 und warum die Cold War MP5? Dafür würde ich sagen, vergleichen wir natürlich wie immer die Time-to-Kill-Werte miteinander. Ich würde sagen, wir fangen an mit der Long-Range-Waffe, also der Cold War AK-47. Das Ganze vergleichen wir mit der XM4, mit der AMAX, mit der C58 und mit der Stoner. Weil das gerade die vier Kandidaten sind, die meiner Meinung nach so am häufigsten irgendwie vorgeschlagen werden, dass sie gerade Meta sein sollen. Zu der EM2 werde ich aber später auch nochmal ganz kurz was sagen. Fangen wir natürlich wie immer an mit den Extremitäten. Und jetzt sind hier einige Farben zu sehen, aber worauf wir besonders achten sollten, ist natürlich die orange Linie, also die Cold War AK-47. Und da sehen wir schon, bis zu genau 26 Metern ist die Cold War AK-47 deutlich am besten und dann auch zum Schluss wird sie auch wieder die beste Waffe sein. Es gibt zwar einen Bereich von 26 bis 40 Metern, wo die Stoner ein bisschen besser ist, aber wie gesagt, zum Schluss hier, das ist eigentlich das Wichtigste. Die anderen drei Waffen sind hier sehr nah beieinander, aber wie gesagt, die Cold War AK-47, die sticht die eigentlich relativ deutlich heraus. Schauen wir uns das Ganze mal auf den Bauch an und da werden wir auch genau das gleiche, wie auch schon auf den Extremitäten sehen können. Cold War AK-47 bis zu 26 Meter die beste, dann kommt wieder die Stoner bis zu 40 Meter und dann zum Schluss wieder die AK-47 am besten. Und auch wenn wir uns das Ganze auf dem Oberkörper angucken, was ja der wichtigste Bereich ist, wenn man da eigentlich am häufigsten hinschießt, weil es auch der größte Bereich ist, da sieht man auch wieder genau das gleiche. Ich habe es ja eben gerade schon angesprochen, was ich aber nochmal deutlich machen möchte. Die Cold War AK ist halt nicht nur zum Schluss hier am besten, was natürlich auch schon sehr nice wäre, sondern halt schon auf den ersten 26 Metern, was sie unter anderem auch zu einer sehr geilen Sniper-Support-Waffe macht, aber das habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Das bedeutet aber, dass sie nicht nur eine geile Long-Range-Waffe ist, sondern dass du sie auch flexibel irgendwie auch mal auf Claws oder Midrange benutzen kannst. Schauen wir uns das Ganze noch auf dem Nacken an. Und da hat die Cold War AK leider kein extra Multiplikator, also macht sie genau den gleichen Schaden. Die XM4 und die AMAX haben dann extra Multiplikator, deswegen schneiden die hier am besten ab, aber der Nacken, ihr wisst es ja sicherlich, ist der kleinste Bereich vom Körper. Und ich würde sagen, wir vergleichen noch abschließend die Kopf-Time-to-Kill miteinander. Und bis zu 26 Meter schließt die AK sehr, sehr gut ab, aber dann zum Ende hin ist die AK ausnahmsweise mal nicht die beste Time-to-Kill. Trotzdem ist es bei den vier Waffen sehr, sehr nah beieinander, also da würde man jetzt keinen großen Unterschied merken. Die C58 ist halt sehr, sehr stark auf dem Kopf. Was außerdem auch noch sehr, sehr nice ist, was ich nochmal extra hervorheben möchte, ist nämlich die Bullet-Velocity, da ist die AK-47 auch die beste von den fünf. Jetzt kommen wir mal zu der Close-Range-Meter und da vergleichen wir die Cold War MP5 mit der OTS und der Bullfrog. Die OTS ist ja eine sehr lange Zeit Close-Range-Meter gewesen und in letzter Zeit haben ja auch sehr, sehr viele Leute Bullfrog gespielt. Fangen wir natürlich auch hier an bei den Extremitäten und werden jetzt die ganze Zeit sehen können, dass die Cold War MP5 eigentlich immer die OTS ist, bloß mit ein bisschen mehr Reichweite. Also ihr könnt es hier schon ganz leicht sehen, die Cold War MP5 und die OTS haben eigentlich genau die gleiche Time-to-Kill, bloß dass die Cold War MP5 ungefähr 1 Meter mehr Range hat. Und nicht nur das, die OTS hat ja auch noch einen dritten Damage-Drop-Off und das hat die Cold War MP5 nämlich auch nicht. Und sollte es, warum auch immer, sogar mal ein bisschen auf Range gehen, dann sieht man auch, dass die Cold War MP5 sogar hier die beste ist von den dreien. Schauen wir uns das Ganze mal auf den Bauch an und auch hier werden wir wieder sehen, die MW MP5 und die OTS haben wieder die exakt identische Time to Kill. Bloß, dass halt wieder die MP5 ein bisschen mehr Range hat als die OTS. Hier zum Ende hin ist es diesmal nicht so eindeutig, aber trotzdem ist die Cold War MP5 immer noch am besten von den dreien. Aber am wichtigsten ist natürlich bei der Close Range Waffe natürlich auch die Close Range Time to Kill und da ist die Bullfrog deutlich schlechter. Schauen wir uns das Ganze auf dem Oberkörper an, der wichtigste Bereich, und da sehen wir auch wieder genau das gleiche wie auch schon vorher. OTS ist wieder das gleiche wie die MP5. Und dann kommt deutlich weiter hinten die Bullfrog. Als nächstes gucken wir uns die Nackenmultiplikate an und wer hätte es gedacht, es ist wieder genau das gleiche zu sehen wie bei den anderen Sachen schon. Ändert sich das Ganze wenigstens auf dem Kopf? Nein, die Cold War MP5 ist wieder genau die gleiche Time to Kill wie die OTS. Bloß mit, wer hätte es gedacht, ein bisschen mehr Range. Wobei hier endlich mal die Bullfrog mit ein bisschen besserer Time to Kill prallen kann. Aber bis zu ungefähr 10 Metern sind die beiden Waffen halt nun mal deutlich besser. Da sich ja die MP5 und die OTS so ähnlich sind, müssen wir natürlich auch noch die anderen Stats miteinander vergleichen. Aber zum Beispiel auch hier die Feuerrate ist so unglaublich
wirklich identisch. Es ist eigentlich exakt dieselbe Waffe. Es ist mir irgendwie noch nie so richtig aufgefallen. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. ADS ist relativ gleich. Speed to Fire Time ist exakt gleich. Die Tactical Speed to Fire Time auch exakt gleich. Movement Speed ist von der OTS leicht besser. Bullet Velocity ist auch bei allen dreien genau gleich. Wo ich nochmal einen Pluspunkt sehe bei der Cold War MP5 im Vergleich zu der OTS, die hat halt 50 Schuss statt nur 40. Und was ich außerdem auch noch dazu erwähnen muss, ist, dass bei der OTS das schnelle 40 Schuss Magazin auch genervt wurde. Natürlich kann man aber immer noch die OTS spielen, ist ja nicht so, dass sie irgendwie jetzt schlecht ist oder so. Unter anderem hat ja die OTS auch ein bisschen weniger Rückschuss als die Cold War MP5. Aber dafür würde ich sagen, dass die bisschen bessere Range und vor allem auch die deutlich bessere Time to Kill auf Range halt von der Cold War MP5 halt nicer ist. Wenn ihr aber besser mit der OTS klarkommt, dann könnt ihr natürlich auch spielen. Bevor wir jetzt aber zum Klassensetup von der AK und der MP5 kommen, muss ich noch zwei Sachen ansprechen. Ich verstehe unter anderem immer noch nicht, warum keiner die EM2 spielt. Also wenn ihr gut mit Rückschuss klarkommt und am besten auch noch auf PC spielt, dann kann ich euch auf jeden Fall nur die EM2 ins Herzen legen. Und natürlich, wie gesagt, die Cold War AK. Falls ihr die Klasse zu der EM2 braucht, dazu habe ich letztens ein Video gemacht, das könnt ihr euch natürlich auch sehr gerne angucken. Und natürlich auch nochmal ganz abgesehen von den ganzen Sturmgewehren, LMGs und so weiter, Sniper sind unglaublich stark. Also wenn ihr sehr gut im Snipen seid, dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um zu snipen. Ich muss sagen, ich habe zum Beispiel heute die Pelican vom Boden aufgehoben und es hat so unglaublich Spaß gemacht, damit zu spielen. Feuerfreigabe! Hier ist Loader Solo. Alles klar. Pussy Destroyer. Kommen wir jetzt aber nun endlich zum Klassensetup von der MP5 und von der AK. Erst einmal, weil es viele Leute immer noch sehr interessiert, die Perks. Da spiele ich als erstes Perk kaltblütig, dann Overkill natürlich und noch Kampfspeer. Kaltblütig einfach aus dem Grund, damit man halt einfach Kampfspeer kontert. Und Kampfspeer ist einfach so ein geiles Perk, das sollte eigentlich jeder mit drin haben. Natürlich ist eifrig sehr, sehr nice, aber das braucht man bei der Klasse nicht unbedingt. Man wechselt eigentlich auch so sehr schnell zwischen den Waffen hin und her. Ich würde sagen, wir fangen an bei der Close Range Waffe, also bei der MP5. Um übrigens dieses Halbkreis-Fadenkreuz zu bekommen, was ich deutlich nicer finde als dieses Vollkreis. Dafür muss man bestimmte Waffenvarianten auswählen. Ihr könnt ja zum Beispiel mal hier drauf gehen auf die Cold War MP5 und dann einfach mal die Waffenvarianten hier durchgucken. Wenn ihr auf eine Variante drauf seid, könnt ihr Viereck drücken und dann könnt ihr schon so ein bisschen drehen und dann seht ihr, dass da so ein Halbkreis ist oder halt nicht. Zum Beispiel hier bei dieser Gruppenviper ist es auch zu sehen, dass es ein Halbkreis ist. Ich glaube eigentlich so gut wie jede Variante hat diesen Halbkreis und ich finde es auch deutlich besser. Wenn ihr den Halbkreis nicht haben wollt, nehmt ihr einfach die ganz normale Standardwaffe. Fangen wir an bei dem ersten Aufsatz, nämlich der Mündung. Da spielen wir den Agency Schalldämpfer, weil er einfach sehr, sehr geile Vorteile hat. Schadensreichweite, Kugelschnelligkeit, verbesserte Rückschusskontrolle und auch noch Geräuschdämpfer. Also alle Sachen, die man sehr gut gebrauchen kann. Wenn man jetzt einen Lauf drauf machen würde, könnt ihr schon vorne sehen, dass dort nicht mehr dieser Halbkreis ist, was mich persönlich extrem stört, deswegen mache ich keinen Lauf drauf. Dafür gehen wir stattdessen zum Unterlauf und spielen dann dort den Schleifschalengriff fürs bessere Bewegungstempo. Und der nächste Aufsatz ist wieder eine Sache fürs Movement Speed und da gehen wir zum Laser und nehmen dann dort den Tiger Team Scheinwerfer. Und apropos Movement, auch der nächste Aufsatz ist dafür, da gehen wir zum Schaft und nehmen dann dort den Plündererschaft, also den allerletzten. Und wir wollen natürlich nicht nur mit 30 Schuss spielen, sondern mit 50 Schuss, deswegen nehmen wir das Starnak 50 Schuss Trommelmagazin. Das ist jetzt also die Meta Cold War MP5, so wie sie eigentlich so gut wie jeder auch spielt. Ihr könnt aber auch, wie gesagt, die OTS spielen, wenn ihr damit besser klarkommt. Das Klassensetup dazu könnt ihr euch auch in den anderen Videos wieder angucken. Und kommen wir noch zu den Aufsätzen von der Cold War AK. Und auch hier gehen wir als allererstes zu der Mündung und nehmen dann dort auch den letzten Schalldämpfer. Das ist jetzt hier in dem Fall der Gru-Schalldämpfer. Jetzt bei der Long-Range-Waffe ist natürlich auch ein Lauf sehr, sehr wichtig, deswegen nehmen wir hier den allerletzten. Der Spessnaz RPK-Lauf, der hat einfach die besten Vorteile für das Sturmgewehr. Um den Rückschuss noch ein bisschen zu vereinfachen, gehen wir zum Unterlauf und nehmen dann dort den Spessnaz-Griff. Wir brauchen natürlich auch noch ein größeres Magazin und nehmen dann dort hier das 45-Schuss-Magazin, jetzt nicht das 60-Schuss, weil das 60-Schuss-Magazin verlangsamt die Waffe schon deutlich. Die Waffe lädt auch sehr, sehr schnell nach, deswegen ist es nicht so schlimm. Und da das unsere Long-Range-Waffe ist, brauchen wir natürlich auch noch ein Visier und dann nehmen wir natürlich auch wie eigentlich meistens das Action Arms mal 3. Ich habe auch schon einige Leute das Zusatz spielen sehen, weil sie damit einfach den Visual Recoil von der AK deutlich verringern. Also wenn ihr damit gut klarkommt, könnt ihr natürlich auch das Zusatz spielen. Ich persönlich habe aber mit dem Action Arms mal 3 gespielt. Und das ist jetzt die finale Klasse zu der Cold War AK. Testet die beiden Waffen auf jeden Fall mal aus, aber probiert auch die EM2 aus und natürlich auch Snipen. Ihr könnt ja mal mir in die Kommentare schreiben, ob ihr lieber Sniper spielt, EM2 oder die Cold War AK. Und schreibt am besten noch dazu, ob ihr lieber die Cold War MP5 spielt oder die OTS. Würde mich wirklich sehr interessieren. Das war's dann auch wieder von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst auf jeden Fall noch ein kostenloses Abo da, um keinen zukünftigen Warzone-Content mehr zu verpassen. Viel Spaß noch mit der Klasse auf Verdansk. Haut rein.